Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 20.04. haben wir jetzt schon. Ist ja perfekt. So, dies ist der zweite Part von dem Spiel, weil es ist nicht mehr Livestreame, sondern Storytesten ist nur noch aufnehme. Wie gesagt, das für die Woche mal schauen, wie gut das funktioniert und danach messen zeigen, ob ich das weiterhin als Videoformat beibehalten möchte oder ob es vielleicht nicht doch lieber zum Livestream-Format setzen will, wird es sehen. Aber erstmal, hallo Melinda. Beziehungsweise Melinda sagt, hallo liebe Bewohner. Es ist Montag, der 20. April 2020, 15.55 Uhr hier auf DC Island. Und lasst mich raten, Melinda, es wird bestimmt keine Neuigkeiten geben, oder? Doch! Wir haben nämlich Besuch auf dem Campingplatz. Stimmt, der hat er eröffnet, aber ich komplett vergessen. Ne? Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was DC Island so besonders macht. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß ausatmen. Dann würde ich doch sagen, dann schauen wir doch einfach mal zum Campingplatz hin. Als allererstes. Und schauen doch mal, welcher Gast da unterwegs ist. So, der Campingplatz, der war hier. Da müssten wir einmal über das, hier rüber warzeln. Und da ist ja doch so ein Campingplatz. Schauen wir doch einfach mal, welcher Gast heute dort ist. Locke. Buonzorno. Nein, du träumst nicht. Locke steht vor dir. Hättest nicht gedacht, dass ein Campingplatz so prominent eingeweiht wird, was? Du bist doch einer von den Einheimischen, oder? Ja, ich sehe sowas auf den ersten Blick. Und ich wage sogar fair zu sagen, dass du meinen Besuch hier sehr genießen wirst. Bisschen Selbstverliebtheit, ne? So, dies, das. Das sagen wir doch mal. Sattel, es hat mich wirklich an das einfache Leben auf GC Island gewöhnt. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in mein altes Leben zurückzukehren. Allein die Paparazzi. Ah ja. Sieh doch her. Wow, was für eine Ehre für dich. Und ich sollte es huslagen, bevor die Massen kommen. Allerdings wird diese verschlafene Insel mit den Ansturm der Paparazzi klarkommen, wenn ich sie entziehe. Kannst du mir das bitte mit dem VIP-Management oder so sacken? Ich will euch ja nicht überfordern. So gut wie erledigt. So dann, bonjour. Bonjour. Fühle dich geehrt. Mein ganz freier Schicksal liegt in deinen Händen. Die müssen ein bisschen französisch auspressen, diesen französischen Akzent. Das ist ja bonjour. Bonjour. Genau. So, okay, da haben wir jetzt mal einen Ehrengast bei uns besucht. Das ist doch durchaus eine tolle Sache. Und wir haben wieder Postmerkes gerade, sagen wir doch mal. Nämlich, wir haben ein bisschen was von Tami bekommen. Nämlich ein Geschenk für dein Comeback. Oh, das ist ja sehr nett. Zauber wir doch mal gleich, was ist. Wir haben noch mehr von der Tami geschenkt bekommen. Das ist ja sehr cool. Wo ist denn das Geschenk? Da ist das Geschenk. Wo ist denn das? 50 Zoll Waldfernseher. Das ist ja eine sehr coole Sache. Dann, was haben wir noch? Dein Geldhahn ist wieder offen. Sag ich, wie du brauchst. Und das ist ja sehr nett. Und ja, aber nochmal was, glaube ich. Ich werde da übrigens generell nochmal in Community Party draufpressen kommen, wie ich mir das generell so gedenke. Danke einmal für die 99.000 Sternis und für das Doppelsofa und für den Datenmaß 50 Zoll Fernseher. Sehr nett von dir, Tamila, danke. Ich weiß den Support erst setzen. So, tun wir doch mal geschwind das Geld im Geldbeutel. Und den Rest lassen wir da. Und können damit, ich glaube, schon die Brücke abbezahlen, wenn mich das alles täuscht. Zumindest kommen wir da zumindest einen sehr weiten Schritt schon mal näher. Was eine tolle Sache ist. So, dann springen wir doch gleich hin. Ging aus Steinbrücke entgegen, 100, ja, das passt doch, 137, das machen wir jetzt. Dann ist die Brücke soweit fertig. In der Tat, lassen wir mal spenden. Perfekt. Gut, das ist dann nächstes Mal ein paar Tagen die Brücke fertig, das ist doch mal eine tolle Sache. Und das haben wir der Tamila mit ihrer Spende zu verdanken, vielen Dank dafür. So. Dann hängen wir doch gleich nochmal den Fernseher auf, würde ich sagen, die wir auf perfekter Weise bekommen haben. Dann muss ich ein paar Früchte ernten, sehe ich, bevor die runterfallen. Ihr merkt schon, ich war erst ein paar Tage AFK und ich habe
so viel Zeug zu organisieren. Ich glaube, es wird heute am Montag doch Animal Crossing auch streamen. Das ist für uns alle besser. Hängen wir doch hier oben an die Wand im Fernseher. Ja, doch, ich streame. Ach, da ist kommt Gott, dann hat nichts dahin. Ach man, hier nicht. Ich nehme mir vor, heute Animal Crossing auch zu streamen. Und da einfach noch ein bisschen so Zeug zu machen, was es vorhab zu machen. Da kann dieses hässliche Sofa auch mal weg, wenn wir jetzt ein besseres Sofa haben. Nämlich ist das Doppelsofa. Ja, yeah, das sieht doch jetzt nochmal viel angenehmer aus. Da tun wir das andere Sofa, tun wir mal uns ins Rank wegstellen, während die das derzeit nicht brauchen. So, soll ich jetzt, also heute um 21 Uhr ist da Animal Crossing New, Mario Kart 8 Deluxe Stream. Stopp, da wollte ich nicht hin. Ach, nein. Ich bin ja dumm. In dem Spiel ist ja das Lager die Aktion, wenn man die Taste drückt. Also tun wir erstmal das Aufblasofa ins Lager. Hallo? Ich wollte eigentlich nur hier an die Wand tun, aber egal. So, auf jeden Fall, was sagen wollte, ich werde heute definitiv Animal Crossing streamen zum Abend hin. Ich weiß noch nicht wann. Ich plane mal 20 Uhr, aber ich bin mir gerade selbst noch nicht ganz sicher, ob das mit 20 Uhr klappt, aber ich denke mal, es könnte klappen. Also das ist alles mal drauf an, dass heute am Montag um 20 Uhr ein Animal Crossing Live Part kommt, wo ich einfach mal wirklich ein bisschen Zeugs mache, Früchte ernten und halt all sowas Organisatorisches. Das ist zusätzlich für ein Part morgen. Weil ich glaube, ganz ohne Livestream wird das nicht gut funktionieren, weil ich in dem Parten hier wirklich mit der Story weitermachen will. Aber erstmal schauen wir mal, was die Rübenpreise sind. Das ist auch eine Sache, die muss ich immer machen, immer auch besser am Anfang von meinem Part. Ich schaue, wie die Rübenpreise sind und was es für besondere Items gibt. Also was viel Geld macht. Zum Beispiel ist der Baumstein-Legestuhl. Nehmen wir doch gleich einfach mal einen von hier, weil er eh hier rumliegt. Und schauen mal, wie viel der uns bringt. Ne? Haben wir einfach zum einen abgemacht und schauen mal, wie viel er uns bringt. Und ebenfalls schauen wir mal, was die Rübenpreise sind. Weil das ist auch so eine Sache, die muss man bis zum Ende der Woche schauen, dass man so eine Rüben von einigermaßen guten Preis losfährt. Das ist alles gar nicht so einfach. Oh, hat gesehen, eine Toilette sehe ich schon, aber die habe ich schon nicht reingesport. Das ist nicht doch mal eine. Aber ich verkaufe heute erstmal das Top-Item und schaue, wie viel wir dafür heute bekommen. Nämlich für ein Baumstamm-Stuhl. So, bitteschön. Wir zahlen den doppelten Preis. 2000, das ist in Ordnung. Es geht mehr, also es gab so Tage, wo du sonst mehr bekommen hast, da werden jetzt von denen nicht viel mehr herstellen. Aber es ist soweit ganz nett. Jetzt haben wir doch nochmal gesehen, was die Rübenpreise sagen. Vielleicht habe ich Glück und ich habe hohe Rübenpreise. Vielleicht habe ich aber auch keine guten. Ja, es war in 80 Sternis. Das ist in der Tat nichts Gutes. Schade. Ich habe Bill gehört, dass die Rübenpreise deutlich höher wären, aber auch soll's. Dann ist es halt so, wir akzeptieren dies und tun das Sachen. Tom Look ansprechen und schaut doch mal, was wir in puncto Story jetzt noch weiterhin machen können. Denn meine Stadt soll es auch langsam was schönern und ich hänge das im Ganzen hinterher und ja, das weiß ich auch. Aber das soll es jetzt das tägliche Parts wieder relativ regulieren. Hoffe ich zumindest, dass es einigermaßen klappen wird. Schauen wir doch aber erstmal nun zu Tom Look. Ich denke, du hast einen Livestream-Part, den du heute machen kannst, auch wieder einiges nachholen. Also, ich denke mal, in zwei, drei Tagen sind wir wieder komplett drin. So, ich will eigenes mit Tom Nux pressen. Danke. Ha, David, hallo, hallo. Ein echtes Mucksnook, unser Campingplatz. Und Melinda sprach es auch schon in der Inseldurchsage von heute an, aber heute ist unser erstes neues Gesicht auf dem Campingplatz zu sehen. Hat man Worte. David, ich finde, du solltest da mal vorbeischauen. Guten Tag sagen. Habe ich sogar schon gemacht, ne? Sobald sich das Ziel irgendeine Blöße gibt, überrede er sofort, nach Gizia Island zu ziehen, klaro. Ah ja, ich hab's geschafft, ne? Bitte? Ein Inselbewohner mehr, so schnell so und vortrefflich, David. Dann, wie geht's weiter? Ich weiß, ein neues Haus muss her, und zwar Dali. Und du, David, dem wir dieses Vergnügen zu verdanken haben, du bestimmst, wo es hinkommt. Also, falls es dir Rest wäre und so, überlass es mir. Ich danke dir, David. Aller Zeit breit. Dafür brauchst du ein Hausbucket, bitte sehr, hier ist es, hab Vergnügen. Gut, hol es einfach aus deiner Tasse, ja klar, das weiß ich, dann schauen wir doch mal.
Und danach will ich definitiv auch nochmal schauen, wie es so mit Meilenprogramm testen aussieht, was es da derzeit für krasse Sachen gibt. Wir uns auch mal ein bisschen Luxus irgendwann vielleicht mal leisten können. Haus zwar groß, das ist eine Sache, die sind auch noch irgendwann weiter in der Ferne an, als es sieht. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich definitiv vorhab. Zu erledigen nach wie vor. Wir gehen einfach mal hier rüber. Und wir stellen das Haus von den Dude. Oder wir tun es hier, weil hier haben wir auch so ein anderes Haus. Ja. Nee, ist der Campingplatz dann. Ich will meine Häuser tatsächlich alle ein bisschen weiter weg. Also ich will die nicht alle total nah aneinander haben. Sondern, dass die wirklich hier wie auf dem Land groß viel Platz haben. Deshalb tust du erstmal die Orangen pflücken, weil der Baum gleich wegkommen wird. Und der tut mal ja vorlieber noch einkassieren. Weil die gewinnt machen, die ist das. Man kennt es. Aber ich denke mal, wenn wir das Ding hier hinbauen, dürfte es relativ gut. Nein. Ich will nicht mal Bademantel anziehen. Ich will das Ding hier hinstellen. Ja, in der Tat. Das sieht doch bestimmt ganz gut aus. Ja, passt. Yay, die Stelle für das Haus wurde festgelegt. Das ist natürlich ein kleiner Baum direkt davor, aber das macht nichts. Man kennt das doch, wenn man irgendwie nicht aus der Tür rauskommt, weil ein Baum davor steht. Das ist eine Sache, die durchaus relativ häufig der Fall ist. So, jetzt haben wir noch ein bisschen zu einem Meilenprogramm und dann bin ich für heute auch schon so weit durch. Also ihr merkt schon, der Part ist jetzt nicht total lang. Wir machen halt das Zeug, das unbedingt wichtig ist. Also, wir sind jetzt natürlich noch nicht ganz am Ende vom Part, aber, wisst ihr was mal. Ja, alles Rotze bei den Standortsuche fürs neue Haus. Ja, natürlich. Was du nicht sagst, das hört man aber gern. Gut, dann will ich mal allerdings allereiligst den Hausbau in die Wege leiten. Glücklichste Kundschaft und rasante Geschäftserweiterung. Zwei meiner liebsten Dinge auf der Welt. Bei dem Thema. Also, eigentlich ist es der Mumpitz, wie wir die Sache angegangen sind, aber den Hausbau auf den allerletzten Drücker zu erledigen, so plant doch nur ein Dilettant. Doch ich habe da die rettende Idee, eine bessere Infrastruktur muss her. Ab sofort sollen wir im Vorfeld Grundstücke für Häuser reservieren, gleich mit Direktvermittlung. Das ist doch cool. Es wird zwar eine bescheidene Gebühr berechnen, würde dir für die Vermittlung aber auch Meilen zahlen. David, ich hoffe sehr, dass dir dieser Plan zusagt. Melde dich, falls du helfen willst. Das ist eine Sache, die wir auch mal auf unsere Gedankenliste, To-Do-Liste schreiben. Dann Sachen, die wir auf jeden Fall tun werden. Gut, muss ja wieder jeden Tag hier die Bonusballen abholen. Da gibt es dann ein bisschen schönes Programm, was wir aber wieder machen werden. Aber es wird mal schauen, was deshalb Besonderes bei Nook Shopping gibt. Rasenmäher, okay, Sportbrille. Ja, gut, ich glaube, deshalb gibt es nicht so krass Neues. Western. Naja, ist nicht ganz so mein Stil. Und Rasenmäher brauche ich eigentlich auch nicht, deshalb, ne. Ne, lassen wir das für heute mal soweit gut sein. Wir können doch mal wirklich in dem Meilenprogramm schauen, was es da Neues gibt. Vielleicht gibt es da wieder irgendwas Neues. Können wir mal schauen. Gut, Gestaltungstreten, dann gibt es Frisuren. Das ist eine Sache, die ich auch noch machen will. Eisenzaun, Gitterzaun, Gedenkstein, bla 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 bla. Okay, also da, ich glaube, da gibt es noch nicht viel Neues, behaupte ich mal. Ja, da gibt es schon ein paar echt coole Sachen, die ich mir nachher noch holen werde. Aber die Betonung liegt hier ganz klar auf nach und nach. Also, Zuckerwatte-Stand ist eine geile Sache, aber auch vor allem der Pool hat es mir angetan. Die Swimbecken für 5000 Meilen plus diesen Bademeisterstuhl da, aber es sind 6000 Meilen. Das ist so ein ganz schönes bisschen was. Aber ja, ich weiß, Meilen bekommt man auch schnell, deshalb wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Es ist da jetzt ein richtig krasses Simbad. Dafür tun wir den Bademeisterstuhl bestellen. Und ja, ich bestelle jetzt wirklich auch mal einen Pool. Das ist eine Sache, die habe ich mir erst länger vorgenommen. Deshalb machen wir es jetzt einfach. So. Jetzt haben wir natürlich nicht mal viele Meilen, nicht das, das weiß, das Krit ist der Zustand, aber wir tun ja immer wieder Meilen dazu bekommen. Das ist durchaus eine gute Sache. Das Zeug ist auch nach Hause geliefert, heißt, es ist morgen oder so da. Das ist auch so mal eine gute Sache.
Also, was wir jetzt machen, ist, wir, schauen mal auf unser Nook vorne. Und schauen nach Nook bei, was wir da wieder am Meilen einkassieren können. Genau, Fossilienforschung, hier haben wir noch, ist schon länger her. Yeah, mal wieder 500 Meilen bekommen. Muskelgräber, auch das ist eine schöne Sache, wird das wieder dran. Aber ihr merkt schon, die Meilen kommen dann doch irgendwie schon wieder, was durchaus eine tolle Sache ist. Boah, also 2000 Meilen hier, ne? Das ist doch eine nice Sache. Das war bald wieder die Meilen, die wir ausgeben haben, müssen wieder zusammen. Das ist perfekt. Schrankmunzer, okay, das war vermutlich fürs Umziehen. Unnette Sache. Ja, und ich glaube, das war's. Da nuckt mein Plus, was muss man da machen? Sprichst mit der Nachbarn, mit drei muss man sprechen. Aussehen, Ballons abschießen, Sachen basteln und Blumen gießen. Das sind also Sachen, wenn man die nebenbei macht, gibt es dafür mal was. Du hast auch eine tolle Sache. So, jetzt überleg ich mal ganz gesehen, die wir jetzt am dümmsten weitermachen. Wir haben jetzt einen neuen Bewohner bei uns, haben wir jetzt mal das Haus dafür aufgestellt. Das ist ganz gut. Ja, also Leute, wir machen das Ganze so, was wir machen. Ich mache jetzt heute Abend nochmal ein Part um 20 Uhr. Da werde ich einfach Zeug sortieren. Heißt, ich werde Früchte ernten, ich werde die verkaufen. Heißt, es wäre cool, wenn heute um 20 Uhr einer von euch auch könnte, damit es dann auf eure Insel fahren könnte, um das Zeug zu verkaufen. Halt also organisatorisch. Das Zeug, das einfach noch ansieht, damit die morgen dann wirklich up-to-date weiterspielen können. Ich denke mal, das ist eine ganz zielführende, gute, nette Sache. Und so machen wir es auch. Dem jetzt präsent. Heute Montag, das ist der 20.04. um 20 Uhr. Um 20 Uhr passt ja. Animal Crossing New Horizon Livestream. Mich würde freuen, wenn ihr nachher dabei seid. Dazu danke ich mir soweit beim Squeezing von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.